Hey Leute, willkommen bei den Sibu Kids. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von uns. Ich nehme euch wieder mal über die ganze Woche mit, beziehungsweise habe euch über die ganze Woche mitgenommen. Sieht leicht fertig aus, weil wir schon gerade eben beim Sport waren. Und heute sind wir zwar auch die ganze Zeit unterwegs, aber ich zeige euch den Einschnitt ja von der ganzen Woche. Wir haben hier die Trasse nivelliert und die Trassenplatten sind gekommen und was haben wir noch gemacht? Auf jeden Fall jede Menge Zeug draußen. Ich zeige euch das einfach jetzt gleich alles und als erstes zeige ich euch das Material, das gekommen ist. Das ist das gute Zeug, was hier gekommen ist. Jede Menge Zeug. Gleich kommt schon Anton von der Arbeit, die Kleine schläft jetzt. Da sind Betonstufen, die 1,25 Meter sind. Das ist die Farbe Anthrazit. Das sieht mir ein bisschen zu, also so schon gräulich aus. Ich dachte, das wird ein bisschen dunkler, weil ich finde die Abdeckplatten hier von dieser Wand, die wir jetzt hier gemacht haben, das ist für mich eher Anthrazit. Das ist halt eher grau, ich weiß nicht, aber naja, wenn das bei den Anthrazit ist, ist mir auch egal. Also mir passt das schon so. Ich hoffe, Anton passt es so. Ja, auf jeden Fall, da sind die Stufen 1 Meter. Da sind die ganzen Randsteine da hinten, 100 Meter. Und da sind die Fliesen, beziehungsweise also der Terrassenbelag und das hier auch. Also wir haben jede Menge zu verlegen. Ja, und das werden wir jetzt mal einfach die nächsten Wochen tun hier draußen. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Und dann haben wir die nächsten Wochen was zu tun. Ja, und jetzt zeige ich euch einfach, was so alles in der Woche dann hier noch geschehen ist. Und ja, vielleicht nehme ich euch heute Abend auch noch ein bisschen mit. Ich weiß es nicht. Weil wir sind heute auch noch auf einem Kindergeburtstag und auf einem, gucken uns noch ein neues Baby an. Nein, Quatsch. Auf einem Kindergeburtstag, dann bei anderen Freunden, die ein Baby bekommen haben. Also sind wir ziemlich viel unterwegs, aber vielleicht machen wir auch trotzdem noch ein bisschen draußen was. Wenn ja, dann nehme ich euch mit. Viel Spaß! Die erste Ernte aus unserem wundervollen Garten. Wir haben die erste Gurke. Wir sind voll stolz. Der Anton ist voll stolz. Da hinten ist sie. Und die wird bestimmt lecker schmecken, ne? Bestimmt. Lass uns nochmal gucken. Oh, da sind jetzt viele Mini-Gurken. Da ist sie. Abgemacht. Test. Ja, muss man erstmal waschen. Ja, natürlich. Ich will hier ein Foto machen. Ich sag's euch, jeder, der einen Garten hat oder beziehungsweise die Möglichkeit hat, einen Garten zu haben, pflanzt euch echte Gurken an. Es ist ein Unterschied von Tag und Nacht mit keiner Biogurke oder sonstiges zu vergleichen. Es ist eine echte Gurke. Ja, also da kommen Kindheitserinnerungen bei mir hoch. Ja, wie eigentlich Gemüse schmeckt. Und das, was wir essen, oder das Erschrecken auch daran, das, was wir essen, dass es nur gar nicht eigentlich das Essen ist, was wir essen. Mach das. Ja. Nochmal. So. Jetzt schrauben. Ah, ja, genau. Ja, das ist die Säge, die der Anton bestellt hat. Wie nennt sich das? Kreissäge, Tischsäge, wie auch immer. Die ist, was heißt bestellt, er hat die gekauft bei Hornbach. Genau, der hat jetzt den Staubsauger dran gemacht. Hat jetzt auch die Fußleisten damit gesägt und ja, so ein paar Sachen hier zu Hause ausprobiert, weil wir brauchen halt immer wieder eine. Die ist leider nicht zum Zusammenbauen und das ist halt, das ist aus Alu. Aber der Rest von diesen Teilen hier, das ist alles Plastik. Also das hat der Anton so ein bisschen bemängelt, aber sägen tut sie eigentlich okay, ist natürlich nicht, also ich glaube, die war 150 Euro, hat die gekostet, also natürlich eigentlich nichts für eine Säge. Von daher, ja, kann man auch nicht viel für erwarten, die tut, was sie soll, sägt, aber ist halt kein High-End-Produkt. Der Anton wollte jetzt zum Vergleich noch eine von Amazon bestellen und mal ausprobieren. Die müssen wir eh schon behalten, aber trotzdem wollte der andere mal zum Vergleich noch eine bestellen. Ja, wie gesagt, leider nicht zum Zusammenklappen. Das heißt, die wird erstmal bei uns hier, bis wir das brauchen, wird sie in der Garage stehen bleiben und dann müssen wir sie irgendwann mal halt wegpacken und ja, dann halt aufbauen, wenn wir die wieder brauchen. Ich meine, man braucht das ja auch nicht jeden Tag, aber momentan brauchen wir sie halt immer wieder wegen den Fußleisten, die wir mal zwischendurch machen, wenn mal schlechtes Wetter ist oder so oder generell mal hier und da was wegsägen. Deswegen bleibt sie erstmal hier stehen. Wir haben heute Sonntag und wir haben ja
alle mal erstmal eine Runde gechillt, gespielt, wie auch immer, geschlafen und jetzt, jetzt bauen wir Lianas Zimmer mal wieder ein bisschen um. Und zwar, es herrscht hier Chaos. Wir bauen das Babybett um. Wir haben damals so Umbauseiten mit dabei gekauft. Und das wollten wir jetzt erstmal mal ausprobieren. Ich weiß nicht, wie das heute Nacht sein wird. Ich stelle ein bisschen was davor, falls, ich weiß nicht, sie das Gefühl haben wird, aufzustehen nachts. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich ist sie schon so groß. Ja, die steht nicht so jetzt auf in dem Sinne. Ich helfe dir, Schatz, warte. Lass mal bitte den Bohrer, Schatz. Lena, lass das. Das ist schwer. Stell das bitte hin. Okay, du willst auch mit bohren? Okay. Gib das Papa. Ei, danke, 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 danke. Wer macht das? Papi? Papi? Wer macht das? Papi, ja? Ja, auf jeden Fall machen wir dieses Bett jetzt erstmal, weil sie tut immer die Beine hier in diese Teile da rein, in die Gitter. Und nein, 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 nein. Und hier herrscht Chaos pur. Ich sortiere hier Klamotten aus. Ich glaube, wir haben Klamotten, bis in die Schule geht. Ja, durch Geschenke und Omas und weiß was ich. Und ich bin jetzt hier am Sortieren. Wir hatten hier früher immer nur ein Regal. Und hier will ich so Ikea-Kisten kaufen, wo ich da die Sachen rein tun kann, damit es ein bisschen schöner aussieht. Und jetzt haben wir noch ein zweites Regal geholt. Das habt ihr im letzten Video ja schon gesehen. Und dann habe ich hier ein bisschen sortiert. So die Sachen, die so ein bisschen schicker sind. Den Rest falte ich immer hier bei ihr. Und hier muss ich noch sortieren. Es sind aber auch so viele Sachen, die halt einfach noch für später sind, weil ja, wie gesagt, am Anfang haben wir so viel geschenkt bekommen. So sieht das fertige Ergebnis aus. Also das kennt ihr ja schon. Und so sieht das Bett aus. Jetzt haben wir alles aufgeräumt. Ja, mal gucken. Wir haben jetzt hinten die Wand erstmal dran gelassen, weil es irgendwie so gemütlicher ausgesehen hat. Und außerdem, falls es heute nicht funktionieren wird, dann müssen wir nicht alles wieder umbauen. Ich werde mal hier was davor stellen. Dann gucken wir mal, was heute Nacht passiert. Ja, so. Da haben wir hier endlich mal ein bisschen Ordnung mit nur Sommersachen und das, was wir so alltäglich immer schnell auf die Schnelle immer brauchen. Und dann hier den restlichen, die hat eigentlich nur meistens Pullis, die hat nicht so viele Kleider, wie ihr seht. Ja, und hier so von der Sortierung muss ich noch Kisten wieder unten kaufen und hier vielleicht noch ein, zwei Kisten. Und dann haben wir es geschafft. Wieder ein Stückchen fertiger. Ach, ich habe ja euch noch gar nicht das Highlight gezeigt, unsere fertige Dusche. Ich wurde übrigens gefragt, von wo diese wunderschöne Tapete ist. Die ist von Bauhaus. Ich weiß nicht, ob es die immer noch da gibt, aber vor ein paar Monaten gab es die da noch. Ja, das ist dann die Dusche. Endlich ist die fertig. Ja, eine Regendusche, alles nichts Spektakuläres, aber das ist die super tolle Wanne, die ja 10.000 Mal ausgetauscht worden ist. Diese vier Fliesen mussten rausgerissen werden. Die Duschtasse ja wieder rausgerissen werden. Auch, also die Fliesen und die Duschtasse. So, und dann haben wir hier unser Schlafzimmer. Die Gardinen habe ich jetzt endlich zu Ende aufgehangen. Und das ist ja so eine ganz normale Schiene von Gardinia oder wie die sich nennt. Und die pfirsichfarbenen oder lachsfarbenen, die Gardinen musste ich ja nicht schneiden. Die musste ich ein bisschen kürzen, sind jetzt doch ein bisschen länger geworden als geplant. Aber ich finde es jetzt nicht verkehrt. Also ich mag das so, wenn das so ein bisschen aufliegt. Ich könnte jetzt auch noch mal kürzer umnähen, aber ich habe einfach jetzt, ich habe so lange mit diesen Gardinen rumgekämpft, weil mit diesem Einfädeln, das hat ewig gedauert. Irgendwie habe ich das immer wieder falsch gemacht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, jetzt bin ich einigermaßen mit der Lösung zufrieden. Und jetzt lasse ich die auch so hängen. Vielleicht, wenn ich die das nächste Mal wasche, dann mache ich die einfach so, dass die gerade auf dem Boden so aufliegen. Also ja, quasi um 1-2 cm. Aber jetzt können die erstmal so hängen. Ich habe jetzt keine Lust, die nochmal abzuhängen. Auf jeden Fall habe ich das auf 2,60 Meter geschnitten und dann mit so einem Umnähband, das hatte ich ja in letzter Folge schon gezeigt, einfach also abgeschnitten, da reingelegt und dann so umgebügelt quasi so, ne? Ja, einfach ganz, ganz easy. Ja, für uns vollkommen ausreichend. Klar, es ist nicht perfekt, wenn das so jetzt professionell genäht werden würde, aber wie gesagt, für uns vollkommen ausreichend. So, und du, was machst du jetzt? Bist du raus? Dann komm, gehen wir runter. Anton meinte, ob ich dann mitgefilmt hätte, wie ich hier das Rezept mal hier koche. Das werden kleine Mini-Hamburger. Ich zeige euch gleich, wie die garniert aussehen. Auf jeden Fall mit einer Soße, wie halt
Cheeseburger, Mini-Cheeseburger, genau. Cheeseburger-Muffins, so nennen die sich. Mensch, mir ist der Name nicht eingefallen. Auf jeden Fall super lecker, kann ich nur empfehlen und super schnell und ja. Also da kommen noch Essiggurken drüber und normalerweise ist es noch mit Schmelzkäse. Ich hatte leider keinen Schmelzkäse mehr zur Hand, deswegen habe ich normalen Käse reingetan und mache jetzt hier noch hierbei noch so einfach Käsestückchen drauf, weil ich, wie gesagt, keinen Schmelzkäse hatte. Dann zerläuft das Ganze so schön und ihr könnt es natürlich noch knuspriger anbraten. Anbraten. Ja, im Ofen braten lassen, wie auch immer. Wenn ihr ein Rezept dazu wollt, dann kommentiert gerne, dann mache ich vielleicht dazu ein extra Video, weil es geht super einfach. So, jetzt komme ich mal dazu, euch das Ganze mal auch draußen mal zu filmen, weil irgendwie habe ich nie Zeit dazu, wenn die hier draußen am Machen sind, dann will ich auch nicht die Leute immer mitfilmen, so großartig. Und ja, dann ist immer Leona hier. Das ist die Treppe, die wir positioniert haben. In der letzten Folge habe ich die euch gezeigt. Jetzt natürlich alles noch ohne Absicherung. Wir haben die Verschallung dafür selbst quasi gemacht, haben dafür einfach hier so Bretter im Baumarkt geholt und hier so eingespannt und dann diese Stellstufen quasi benutzt, also diese Bretter für die Stellstufen. Das Ganze voll betoniert, dann ist so eine Treppe entstanden, damit wir, das ist ja so unser Hinterzugang zum Haus, das soll irgendwann mal, wenn wir soweit sind, dann halt, also das hier haben wir übrigens auch schon ausgegraben für den Spritzschutz. Der soll dann bei uns hier 50 cm so ungefähr sein. Da haben wir jetzt schon vorbereitet, damit das später die Randsteine, Lana meint? Ja, damit die Randsteine da betoniert werden können. Ja, und da soll dann eigentlich alles mit Wiese hier voll sein, bis zur Ecke des Hauses da hinten mit Wiese und einfach so Platten hier rüber. Und hier der Hang, der wird dann ja quasi das muss da alles noch beseitigt werden und dann muss hier der Hang noch zugefüllt werden. So, aber kommen wir mal zu dieser Ecke. Die Ecke hier ist von der Terrasse quasi, also unsere Terrasse wird ja dann hier so laufen und darüber noch. Die Platten sind jetzt auch bestellt. Aber bevor wir die Terrasse in Platten ja setzen, müssen wir erstmal diesen Randstein halt hier machen. So, und hier haben wir das Problem, das geht erstens da ja tief runter. Wir müssen hier noch ein Geländer machen. Also so ein Hanggrundstück hat echt nur Nachteile. Nein, aber es hat halt sehr, 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 sehr viel Arbeit. Weil wir müssen hier uns irgendeine Absicherung überlegen, so ein Geländer oder sowas wegen den Kindern. Was ist denn, Leona? Papa ist doch hier. Und hier so. Und dann kommen wir hier an das Problem. Treppe, wir können ja schlecht das einfach hier so auslaufen. Dann würden die Kinder ja einfach gegen die Treppe laufen. So gesehen, hier müssen wir so eine Mauer machen, die dann so runter geht. Also diese Mauern, die man halt so kennt. Und hier lang wahrscheinlich auch. Und so, und dann wird es einfach so auslaufen. Der Plan, mal gucken. Und hier müssen wir uns wieder was überlegen. Wir müssen immer irgendwie basteln, ich weiß nicht. Aber ja, jetzt haben wir uns entschieden, dass wir die Trasse so machen und dann wird so ein Stück hier rausragen. Quasi so wird das hier für den Grill und so weiter der Platz sein. Und hier werden wir eine Abmauerung machen aus normalen Betonsteinen und die dann verputzen, weil das wird auch noch ein Stück eingefärbt bzw. verputzt, damit das so ähnlich dann halt aussieht wie hier das. Ja, weil so anthrazitfarbenen Steine zu nehmen, wie die wir vorne haben, die zeige ich euch auch gleich. Die wollen wir nicht hier hin haben, weil die, ich finde, die sehen nicht so schön aus. Und vor allem passt das dann wiederum zu diesem hier nicht. Und dann ist hier alles so unpassend und so gebastelt, weil die Stufen werden ja wiederum eine andere Farbe haben als der Terrassenbelag. Naja, so ist es auf jeden Fall geplant. Damit es alles einheitlich wirkt, wird das hier, beziehungsweise die Terrasse wird so gerade gehen. Dann wird hier ein Schotter, so eine Schicht sein mit so einer Lampe, die wir dann hier so, oder zwei Lampen, die wir hier so einbauen werden. Und hier wird dann wie quasi eine kleine Mauer dann entstehen, die wir dann verputzen. Ich hoffe, das wird schön aussehen und dann vielleicht so eine grüne Pflanze da rein in dieses so kleine Schotterbeet oder wie kann man das sagen, ich weiß es nicht. Und hier müssen wir uns dann irgendwann, ich weiß nicht wann, drum kümmern. So, dann gehe ich mal noch nach da drüben. So, und hier haben wir ja diese Mauer. Hier haben wir auch schon die Mülltonnen hingestellt, die dann ja irgendwann hier hinrücken sollten. So, und die wird jetzt zu Ende gemacht. Da muss nur noch das Ganze, hier die Abdeckplatte hier drauf, genau. Und es muss noch der Anton hat schon gestern das alles passend gesägt. Der musste nämlich hier einen Teil der Steine ja
passend sägen, weil es die ja nicht in diesen Ecken jetzt entsprechend hier gibt. Der Nachteil bei diesen Steinen, die sind ja von Hornbach, da gibt es halt keine Endsteine so gesehen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Genau, die sehen so am Ende aus. Also die haben, da muss man halt entweder verputzen, weil sonst sieht man diese Einkerbungen. Beziehungsweise die haben uns dann entschieden, so einen Pfosten zu stellen und dann halt so eine Kappe da drauf. Genau, wie das halt hier auch ist. Ja, das wird dann so die Mauer sein. Und dann holen wir uns endlich mal einen Bagger, hoffentlich mal, räumen das, die ganze Fläche mal leer und dann wird hier einfach Schotter drauf kommen. Auf diese Fläche können wir das als Parkplatz auch nutzen. Und dann ist erstmal dieser Bereich hoffentlich damit beendet und ab hier wird dann die Wiese anfangen und hier werden Stufen gemacht. So, und hier ist auch wieder Problematik, hat Anton die ganze gestern gerätselt. Hier müssen dann auch so eine kleine Mauer gemacht werden. An den Stufen, sonst man kann ja nicht die Stufen einfach so laufen lassen. Und hier kommt ja noch dieser Spritzschutz hin. Also auf jeden Fall sehr, sehr viel Arbeit und so eine Außenanlage, das ist echt sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viele Nerven. Vor allem, wenn man kein flaches Grundstück hat. Auf ein neues, wir bekommen Schotter. Lana ist Joghurt und guckt. Ui, ne? Boah, wie viel ist das? Papi. Ja, wir müssen außen rum gehen, Schatz. Ja. Komm, Kirsche, erzähl mal, was du hier machst. Wir haben die Steine hier. Die Steinmauer. So viel Fundament. Magerbeton. Was für ein Beton? Magerbeton, also einfach. Ohne Stahl und der hält das. Ein paar Steinchen sollte er halten, ja. Hoffentlich. Also Lana schläft jetzt und wir wollen jetzt Trasse ausnivellieren. Es wird nämlich jetzt dunkler und Anton hat sich so einen Laser besorgt. Von Bosch ist der, ne, glaube ich mal. Ja. Genau, da ist die Verpackung. Akkus sind geladen. Da sind so Akkus, die da, beziehungsweise ganz normale Batterien, mit ganz normalen Batterien ist das, ne? Normal sind es mit Batterien, aber ich habe hier so ein Ladegerät gekauft mit Akkus, weil der hat nämlich nach einem Einsatz immer nach den neuen Batterien verladen und das war ein bisschen zu teuer. Ja, habt ihr verstanden, ne? So, dann gibt es hier dabei noch so einen Ständer, da stellt man das Ganze auf, dann ist das alles einfacher. Und dann ist es auch alles hoffentlich gleich gerade. Mal gucken. Ich zeige mal kurz, wie das funktioniert. Achso. Also man macht das hier eigentlich. Das ist ein schönes Ständer, den man hier so verstellen kann. Also kann man wirklich in jedem Gelände einstellen. Hier hoch und runter ganz fein stellen. Hier ist eine Wasserwaage dran, hier ist eine Wasserwaage dran. Das zeige ich gleich im Gelände nochmal. Die Füße kann man hier einzeln stellen. Ganz das ist quasi wie mein Stativ. Genau. Für meine Kamera. Ja, aber fürs Gelände ist halt gut, wenn das ein bisschen so schräg steht. Ne? Wie bei uns. Ja, kann man das schön gerade machen. So. Dieser ist, man kann hier so einstellen, dass sie sich selber nivelliert, wenn ihr seht. Dass er sich selber quasi in Waage bringt. Ne? Wenn der nicht in Waage ist, dann bringt er sich. Coole Sache. Da ist der ganze. Ach so, ganzes Haus. Yeah, wie so ein Laserspiel. Boah, Schatz, wir können hier voll Dingens für so Kindergeburtstag später was uns ausdenken. Yeah. Okay, das Ganze hier nochmal draußen. Ja, dann kann man das nämlich perfekt einstellen. Da. Auf die Höhe will landen und das alles machen. Das ist die Höhe minus 8 cm. Also. Wegen Gefälle, ne? Ich kann nur Licht ausschalten. Schön kann man dann hier ganz einfach das Ganze bewegen und dann bewegt sich das eigentlich, wenn die Terrasse leer geräumt ist. Zum Beispiel seht ihr das an dem, wie heißt der, Baumstamm. Da, das ist ein Strich. Ich glaube es ja nicht, dass es hier in Deutschland endlich mal warm wird. Abends um 10:30. Also hier ist das für Geräusch. Ja, ich bin schon dabei. Da sieht man schön den Strich. Ja, hier kommt natürlich, weil ich jetzt nicht hauen kann, wir haben 10:30. Die Steine gehen dann weg und dann
mal hier so. Also hier kommen ja andere Pfeiler hin, anstatt den Steinen. Die Steine gehen jetzt ja, nur. Ja, manche also Pfeile, hab ich schon gesagt. Ja, aber nicht drauf treten. Ja, logisch. Nämlich perfekt ausgerichtet. Ja, also. Hier kommen die Randsteine genau hin. Ne? Genau, das wird dann die Markierung für die Randsteine sein. Morgen macht Anton die Steine weg und dann kommen die Pfeiler rein. Schaut mal, wie gerade unsere Hausecke ist. Jetzt kann man das perfekt ausrichten. Wow. Da haben die echt Arbeit geleistet. Egal ob Maurer oder verputzt, musste ich das Ganze gerade mal fotografieren, weil er so gut ausschaut und so. Ja, doch ein bisschen aus Stolz macht, ne, Schatz? Und so ein schöner Sonnenuntergang jetzt auch noch. Voll die Romantik hier. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich glaube, nächste oder übernächste Woche werde ich euch auch mal ein paar Erneuerungen zeigen zu diesem Zimmer hier, zu unserem Büro. Da habe ich nämlich ein bisschen umgeräumt, beziehungsweise auch ein paar neue Sachen, ja, gebastelt, hingestellt, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es endlich mal gemütlicher geworden. Und ansonsten, ja, immer weitermachen. Die Devise bei uns wie immer. Und ich hoffe, nächste Woche kann ich euch schon endlich ein Stückchen mehr von Terrasse zeigen. Oder beziehungsweise von dem, was da vorbereitet wird. Bis nächste Woche. Tschüss.